Hallo, ich begrüße dich zum Start in Kalenderwoche 39. Wir haben im Leitungsteam noch Ferienabwesenheiten, und zwar ist der Martin noch eine Woche in der Ferien und der Michael ist auch eine Woche in der Ferien. Die entsprechenden Stellvertretungen sind organisiert. Dann noch eine Information zum Testen. Denk bitte daran, dass wir immer am Montag und am Dienstag die Tests durchführen können. Es ist wichtig, dass du den Test vor dem 8. Uhr am Morgen in die entsprechende Box legst, damit wir nachher die Tests ins Labor weiterschicken können. Dann haben wir letzte Woche noch ein Fotoshooting bei uns. Und zwar ist das eine Zusammenarbeit zwischen der Suva und Chardin Suisse und Hodl & Partner. Suva macht eine neue Kampagne für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Gartenbau. Und für das haben wir mithelfen können. Es war schon ganz speziell, mal bei so einem Fotoshooting dabei zu sein. Ein ganz speziellen Auftrag für uns, wo wir ja sonst die Gärten bauen und Gärten pflegen, haben wir für einmal als Fotomodell arbeiten. Wir sind dann gespannt, wie die Kampagne rauskommt und wie unsere Mitarbeitenden hier in dieser Broschüre oder auf diesem Plakat dann aussehen. Dann am Freitagnachmittag haben wir unseren Livingwoods-Tag auf dem Kaiserhof gehabt. Wir haben ganz spannende Sachen unseren Gästen können zeigen. Leider sind nicht so viele gekommen, aber es war auch für uns wieder mal eine gute Übung und wir haben selber viel können lernen. Wir haben Baumexpertise angeschaut, wie man einen Baumansprache macht. Dann haben wir auch wieder unser Arbotom vorgenommen und gezeigt, wie man mit Schalltomographie die Holzdichte messen kann und entsprechend darstellen, wie das die Restwandstärke eines Stamms noch ist. Weiter haben wir ein spannendes Referat gehört von der Frau Dr. Brinkmann über Pilz, und zwar Trichoderma-Pilz, wie diese Pilz die Pflanzengesundheit unterstützen können. Dann haben wir auch noch gezeigt, wie man mit einer Luftlanze arbeiten kann. Und zum Schluss haben wir den ganzen Nachmittag abgerundet bei Wurst und Brot. Gut, und dann komme ich noch zu der Auflösung von unserem Wettbewerb betreffend die roten Fässer, die wir sind pressen. Am Montagmorgen haben wir die zum Bieri Altisen in Rotenburg gebracht und dort sind sie dann in die Presse hineingewandert. Leider hat es nicht ganz so funktioniert, wie wir gedacht haben. Es ist nicht ein Gesamtkubus entstanden, sondern wir fügen die verschiedenen Teile dann noch zusammen, damit es dann eine schöne Skulptur wird. Das Volumen von dem Klotz ist 0,728 Kubik. Und am nächsten, mit nur einer Differenz von 0,082 Kubik, hat es den Klaus getroffen. Also der Klaus Losli ist auf dem ersten Rang, dicht gefolgt auf dem zweiten Rang vom Pius und dann auf dem dritten Rang der Joel Langensand. Ich werde diesen drei Herren die entsprechenden Preise, die wir das letzte Mal bekannt gegeben haben, überbringen. Gut, und dann kommen wir schon zum Wochenthema. Und zwar geht es um Mischstudenrabatte, so wie das hier eine ist. Der Pascal Koller hat ein spannendes Video gemacht, wo er dir zeigt, wie dass man so eine Pflanze kann erstellen kann. Salut zusammen. Ich möchte euch heute erklären, wie man vorgeht, wenn man eine Mischstudenbepflanzung pflanzt. Wenn ihr die Studenmischung auf der Baustelle habt, ist es wichtig, dass man die zuerst sortiert. Dort unterscheidet man in Leitstuden, Big-Leitstuden und Füllstuden. Und zwar tut man sie der Grösse nach sortieren. Leitstuden sind 80 cm bis 1,50 m, Big-Leitstuden sind bis zu 60 cm und Füllstuden sind bis 40 cm. Beim Verteilen tut man die Leitstuden zuerst verteilen. Die bildet quasi die Struktur der Studenbepflanzung. Das sind hohe Studen wie Anemonen, Gräser, Rudbeckien oder Echinacea. Als zweites tut man die Begleitstuden verteilen. Wie der Name schon sagt, tun die Leitstuden begleiten. Das können Studen sein wie zum Beispiel Salvia, Salbei, Brunnera oder Heuchera. Zum Schluss verteilt man die sogenannten Füllstuden. Die werden bis 30-40 cm hoch und sind vorwiegend bodendeckende Studen, wie zum Beispiel Geranium. Am Schluss werden noch Zwiebelpflanzen, die sogenannten Geophyten, gesetzt.
Man muss nicht unbedingt für jede Zwiebel ein Loch machen. Man kann durchaus 3-4 verschiedene Zwiebeln in ein Loch eintun und pflanzen. Wenn die Bepflanzung fertig ist, wird sie entweder mit Kompost, Sand oder Rundkäse gemulchet. Zum Schluss natürlich das Wässern nicht vergessen. Danke vielmals, Pascal, für deine Ausführungen. Ich persönlich finde so Mischstudenrabatten, wie sie hier sind, sehr spannend, weil sie doch auch für die Förderung der Biodiversität sorgen und sehr interessant sind in den Gärten. Gut, und wie immer an dieser Stelle zeige ich dir noch ein paar Bilder von Baustellen und Gärten von der letzten Woche. Das wär's gsi. Jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Start in die neue Kalenderwoche. Einen schönen Tag, mach's gut und bleib gesund.